Hallo! Hallo! Hallo. Ho, ho, ho! Hey! Das ist der Weihnachtsmann! Ein bisschen spät hier, oder, Zusa? Was meinst du, ne? Lieber Weihnachtsmann, ich will ganz viele Geschenke haben. Jetzt so geht er die Dichter aber nicht, oder? Hast du mal falsch gemacht, ja. Kriegst du so, Pfeil in den Part machen? Nein. Wurde gerade erwähnt, wir sollten Erz farmen gehen. Wenn du cool sein willst, geh raus in den Wald und such nach so einem Kerl in Rot und mach ihn kalt. Also ich bin dafür, das war erstmal ein Dude. Muss man sagen, wir machen ein Zweierteam. Ein ja, Zweierteam? Okay. Machst also du jetzt Zweiergrüppchen? Müssen wir auch Händchen halten? Die Bude fertig. Müssen wir auch Händchen halten, Futuma? Ich nee, hab 16 sein. Eisen, nicht? Wer okay. möchte sich denn darum kümmern? Meine Hände haben, Dornen. Was sollen wir uns kümmern? Dorne. Wer möchte sich denn darum kümmern, jetzt wahrscheinlicherweise hier mal kleben deine Hände. Zu farmen etc. pp? Also wir wollten jetzt gerade mit 200 Ärzten. Ja, und wer macht dann das, die ganzen Waffen und sowas? So ein Schmied, sag ich mal, weil ich hab hier... Den mach ich sowieso die ganze Zeit. Ich bin sowieso der Beauftragte. Oh ja, warte mal, dann kriegst du auch schön, mal ein bisschen... Schön, dass alle sich das erstmal grapschen wollen, ey. Futuma ist der Auserwählte. Ich bin der Auserwählte, ich kontrolliere die Ausrüstung und ihr seid alle nackt außer mir. Wo soll ich die Erztruhe herstellen? Zeig mal, Futuma, sag mal an, wo sollen die Truhen hin und wo welche Truhe ich möchte auch eine Truhe hin? Hier unten haben, bitte. Ja, so, hier kommt die universelle Masterplan-Anwendung für euch alle. Ihr setzt mich hin und ihr macht die Arbeit. Ah, fickt euch alle. So, wer kommt mit mir runter craften? Meint... Wenn du offscreen sein willst, geh craften. Also ich bin dabei. Die Hütte aus. Ob wir jetzt offscreen, ich bin schon die ganze Zeit onscreen. Jetzt ist es mal eine schöne Abwechslung. Jo, ich bin schon dabei. So, gut, dann gehe ich mal hier mit mir Tropi, schön unter die Erde. Joa. Und haben schöne Liebe miteinander. Oh Gott, wir sind für. Die obere Truhe ist übrigens für Erz. Eklig. Wir sind übrigens vergiftet, ne? Crystal, wo willst du dein Ding denn haben? Jo, ne? Da hinten irgendwo in die Ecke. Da hinten. Mach die einfach aus den ganzen Pflanzen einfach schön Bandagen, dann sind wir gegen das Gift gewappnet. Ja, genau. Schon wieder. Und bau die Erde überall hin. Wenn irgendwo gibt es diese Pfütze, bau einfach Erde drüber. Jo. Oh, ich hab schon wieder Weihnachten. Ich hab keinen Bock mehr, ich komm mal mit runter. Hier. Alles klar, bin dabei. Sowieso mit. Und wieder lassen sie die Frau ganz allein zu Hause. Ja, so ist das. Oh. Ja, ne? Eigentlich reichen zwei Leute zum Erzfarm. Ihr könnt oben die Höhle weiter ausholen. Ach, da. Guck mal hier, der verreckt. Oder zwei Leute an die Oberfläche mal. Ja, ihr seid so doof, ey. Man, schon wieder, verdammt. Wir rennen über eine Pfütze rein hier. Wir sind alle tot. Ja, da oben rennen sie auch alle rein. Ach, ich auch. What nur die Pflanzen mit, wir brauchen das. Ne, ich bleib mal bei der Flamme. Ich lass mal Futuma aus. Mach das. Brauchst du nicht, ist in Ordnung. Ich hab 500 Holz. Ich werd da schon irgendwie mit. Echt? Ja, ich bin gepoppt. Ja. Du bist gepoppt? Ach, ja, genau, ich geh mal Bäume fällen, so. Willst du welche Pflanzen? Ich hab noch 19 Setzlinge. Ne, ich bin nicht gut im Pflanzen. Ich geh lieber fällen. Ich kann lieber besser kaputt machen. Da habe ich mehr Spaß dran. So. Was ist los? Der macht hier meine Sachen kaputt. Ach, da hinten ist ein wildes Gaming-Dude. Tötet es. Fang es. Ich habe aber keinen Pokéball. Pokéball. Ich habe meinen einzigen Pokéball für die Truppe verschwendet. Oh. Tja, und das hat sich immer noch nicht weiterentwickelt zu was weiß ich nicht, wie ihr scheiß Vieh heißt. Nicht? Nein. Oh. Ich will mich auch gar nicht weiterentwickeln. Was soll denn das? Das ist so ein gar nicht weiterentwickeln. Wer legt schon Wert darauf, neue Attacken zu lernen oder mehr KP zu haben? Ich bleib schwach. Alter, ich bin nicht schwach. Ich will nicht stark aussehen. Klassik-Staffel oder was? Kennst du nicht Ash Ketchum, der nicht mal wollte, dass er ein Pikachu zu motherfucking Raichu wird? Ash Ketchum hat so viel Skill, der geht mit einem Kalimani in die Johto-Liga. Alter, ich wollte immer einen Reitschuh haben, ey. Ja. Warte, du willst einen Reisschuh haben? Wieso denn? Einen Reitschuh. Ein Reitschuh? Ja. Oh, dann kann ich das ja mitnehmen hier. Okay. Wollte ich schon immer haben. Ach, schön. Oh, ich höre ein Tier. Ich sehe ein Tier. Ich höre nichts. Digga, bin ein Vogel. Ihr benehmt euch wie die Tiere hier. Echt mal. Ach ja, wenn wir schon mal neu anfangen. Ich habe letztens beim alphabetischen Reihenfolge beim Schmieden jemand übergangen. Sorry, Blackwing. Du bist ja eigentlich als Erster sogar gekommen. Gott. Nicht da buddeln. Da buddeln? Nein, böses Dave. Hier wirklich? Alter. Ja? Alter. Nein. Also ich sitze jetzt hier oben sicher. Also könnt ihr unten graben. Ich hab hier irgendein blaues Vieh gefunden im Haus. Und eine Truhe. Cool. Jo. Alter! Dave goes down. Ein wildes Blackwing Dave wurde vergiftet. Oh. Heavy. Denn. So. Blackwing Dave entwickelt sich zu Slimog. Kennt jeder von euch den Film Black Dave Down? Nein. Sehr gut. Oh, es hagelt wieder. Ihr seid unter Tage, bekommt ja gar nichts mit hier von oben. Nö, nix. Wie, es gibt eine Oberfläche?
Ja, ich dachte, das Leben wäre hier nur unter der Erde. Ich habe Tageslicht schon seit Tagen nicht gesehen. Dave kommt gleich hoch zu dir. Aha, fuck. Supporten. Komm also dieser Cobblestone, der hält schon gut aus. Also definitiv. Dann setz mal ein paar Ebenen drüber, dann hält es noch mehr aus. Nee, nicht wirklich. Kannst du knicken. Ich wollte jetzt ja gut, aber wir haben jetzt momentan nichts Stärkeres. Wenn du da oben was schützen willst, dann musst du. Nein. Oh. Ach ja, nur mal ein Tipp für euch. Sucht mal die Kamera aus, dann könnt ihr viel mehr Erze finden. Was willst du, eine Kamera? Ja, eine Kamera. Die wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten zu Weihnachten, aber keiner schenkt sie mir. Oh. Ja. Wie willst du eine Kamera haben? Es ist schön, dass du jetzt nach 10 Videos drauf kommst als Aufnehmer. Hä? Oh, da ist gerade die Truppe explodiert. Bitte was? Was denn da passiert? Was vergibst du anscheinend? Hast du nicht gemerkt? Doch, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass mein Leben so niedrig sind schon. Na, du hast nur 100 HP am Anfang ohne Rüstung und so ein Zeug. Und wenn das dann Rüstung für 3 bis 6 tickt, dann macht das schon Aua nach einer Zeit. Alter, ich bin gerade hier übel gefickt. Bin ich denn gerade gespawnt? Schnell weg. Lauf ein Stückchen nach rechts und dann nach unten. Hallo. Hallo. Oh, Alter, was ist das denn? Wo müssen wir jetzt hier hin? Ach so, nach da. Wo seid ihr eigentlich? Ja, ich bin 100 Tage, ich bin ja im Erzgraf. Ich bin auch 100 Tage. Fuck. Ja, Alter. Hä, wo ist unsere Hütte hin? Gottverdammt. Keine Ahnung, wo wir sind. Oh, Alter. Von Spawnpunkt einfach nach rechts laufen. Ein Haufen Meter Blöde, ohne Scheiß. Orientierungen sind wie eine Waldfee. Ne, wie ein Toastbrot. Wie ein Schaf. Wie ein Stein. Ich habe eben gerade schon mal gesagt, aber mein Starbound hat sich aufgehangen. Er hat mir 10.000 Fehler ausgespuckt. Und dein ist Starbound hat sich aufgehangen? Mann, hatte der Gott Probleme. Gott, Beta. Oh, und zerberstet. Verdammtes Drecksvieh. Kommt denn nur ein klar? Jemand, lass doch das Teilflämmchen gleich wieder ein. Ja. Ja, dann mach du das doch am besten, wenn du Leader bist. Oh, nee, ich war Leader. Du machst Leader. Ja, jetzt bist du Leader, Futuma. Okay, ja, schau mal. Mach mal was. Hier leuchtet Licht. Ach, ihr Noobs, habt euch jetzt endlich mal zurechtgefunden, ja? Ihr tut ja so, als wärt ihr hier noch nie gestorben, ey, ohne Scheiß. Ich bin hier auch noch nie gestorben. Ja, wir haben alle Meteoriten am Anfang geknutscht. Ja, aber da sind wir direkt aufs Schiff gekommen. Flamme, ist die Einladung geschickt, gekommen? Da sind wir direkt aufs Schiff gekommen. Nein, ich bin noch nicht drauf gewesen, Moment. Ich muss das ja neu starten und neu einloggen und so. Wo soll ich jetzt hin? Allerdings setzt ihr lieber mal alle paar Meter eine Fackel irgendwo hin. Ah, sag doch was. Ja. Hier leben viele Smoggons unterirdisch. Smoggons. Muck. Wir sollten auch wirklich das Gift vielleicht beseitigen. Also wenn wir irgendwo Gift sehen, sofort was drüber bauen, dann ist das nämlich beseitigt für alle Ewigkeit. Nee, ich finde, wir sollten uns drunter durchbauen und dann, wenn alle drunter stehen, am besten mal aufmalen. Ja, eine schöne Giftdusche. Ach ja, ich habe mal was nachgelesen. Es gibt tatsächlich sowas wie Rassenboni später. Ja, geil. Aber erst bei der letzten Rüstung. Da haben wir alle erstens mal eine unterschiedliche Rüstung und alle unterschiedliche Fähigkeiten. Nein, und unterschiedliche ohne Scherz, Rüstung haben wir jetzt schon. So sieht's aus. Wie soll ich sagen? Nein, die letzte Rüstung, die letzte unterscheidet sich. Nein, alle Rüstungen. Das haben wir nämlich jetzt beim unseren Turnier festgestellt. Lass mal fragen, was Futuma meint mit unterscheiden. Genau, okay. Ich zum Beispiel als Flora habe bei der einen Rüstung, die wo als letztes kommt, die aus Imperium gemacht wird, habe ich den Bonus, dass ich wirklich im Sonnenlicht Lebensenergie regeneriere. Tatsächlich. Ach so, Die Affen können höher springen. Was die anderen jetzt können, habe ich nicht genau gelesen. Die Menschen können mehr Zeug lagern. Okay, das ist natürlich geil. Ich bin also ein Messi. Alter, richtige Erde? Richtige Erde? Oh Gott! Ja, was geht? Cool. Dave ist gerade schockiert. Richtige Erde. God damn. Oh mein Gott. Aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen zickzack durch, dann haben wir größere Chance, Erz zu finden. Ey, welcher Lappen hat hier die ganze Erz überhaupt draußen aus der Truhe? Na egal. Ich hab das gerade reingesteckt. Die werden sowieso später an mich abgegeben, weil ich hier der Erzmaster bin. Selbstverständlich. Oh, Feuer. Du bist der Erzmaster? Warum erfriert die denn alle schon? Was ist denn da los? Bitteschön. Ich bin eine Flora, ich bin Kälteempfindlich. Und im Geschenk ist nichts drin. Ja, warte. Können wir da muss man was reinlegen. Ja, selbstverständlich, Entschuldigung. Hey, was ist das da drüben? Moment, lass das Geschenk hier hinten hinlegen. Okay. So, jetzt hochbauen. Wächst der Scheiß überhaupt? Was, mein Zeug hier? Ja, dein Kraut. Ja, halt. Das wächst. Blüht in den schönsten Farben. Nehmt mal die Ranken mit. Ah, ja, klar, ich bin doch gerade dabei, mich hinzuarbeiten. Darf ich mal kurz ein Thema anschneiden? Ja, klar. Nee. Habt ihr euch Hobbit 2 angesehen? Nee, noch nicht. I don't look crap. Alter, so ein Bullshit jetzt. Ohne Flachs. So ein Fantasy-Scheiß. Starbound? Ja, eben. Du kannst ja nicht Starbound mit Hobbit vergleichen. Ja, Alter, jetzt verschiedene Genres. Das stimmt. Geil. Was
Aber warum findest du Hobbit Crap? Also ich fand den ersten Film fand ich schon gut. Und ich finde ja auch Twilight Crap. Ja, okay, Twilight, du kannst aber nicht vergleichen. Du kannst aber nicht Herr der Ringe mit Vampir-Scheiße vergleichen, Alter. Wie scheiße bist du? Ich hab Herr der Ringe auch geguckt, die ganze Trilogie, und jeder Film war beschissener als der andere für mich. Ja, das ist total langweilig, ohne Flachs. Das ist, erstens geht der Film viel zu lange. Ist es bei der Hobbit auch so? Du mir davor wie bei Metal Gear Solid beim Spiel. Hä? Du ohne Gameplay. So also noch weniger Gameplay als bei Metal Gear Solid 4. Jetzt ist kein giftiges Wasser mehr? Man muss es doch nicht mögen, nur weil es die anderen alle mögen. Aber wenn es geil ist. Oh fuck. Ich mag auch keinen Harry Potter und jeder mag Harry Potter. Also magst du den Film doch, bloß du magst nur nicht, weil die anderen ihn mögen oder was? Nein, ich mag ihn einfach nicht, weil ich ihn nicht mag. Er ist nicht Mainstream, Mann. Ihr das? Lasst euch mal einfach fallen. Wenn ihr sagt, wenn ihr auf einmal alle kommen, ja, jetzt brauchen wir statt Luft, brauchen wir Wasser zum Überleben, sage ich, Alter, nee, ich bleib bei Luft. Ja. Welch Vergleich, meine lieben Freunde. Welch Vergleich. Oh Mann, Alter, ihr könnt schon wieder. Ihr könnt schon wieder jetzt könnt ihr diskutieren. Alter, der Hobbit ist. Das ist doch, jeder darf doch seine persönliche Meinung äußern. Ich finde, der Hobbit auch Käse und fertig. Wir können auch Weltkrieg und Hitler diskutieren, wie letztes Mal. Nee, 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 oh um Gottes Willen. Schon wieder, das hatten wir doch erst. Komm, zerbersten wir einfach der Hobbit ein bisschen hier. Schrottfilm, Kacke, Bullshit. Ich hab noch nie gesehen, kannst du beurteilen im Gegensatz zu euch. Also ich mag den ersten Film fand ich sehr nett. Also ich mag prinzipiell keine Filme, wo der Hauptdarsteller mir gerade bis zum Knie geht, also. Ja gut, den Hobbit an sich, den Bilbo, den finde ich jetzt auch nicht so der Bombe, aber ich finde die Zwerge voll lustig, vor allem den Fetten, wenn er Bilbo ist voll der Bimbo. Und irgendwann alles zusammenbricht und oh so. Gott, oh Gott. Oh Gott, Wasser. 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 Ich rufe, setz Tauch rein. Ganz stinknormales Wasser. Wasser? Wo? Hier ganz unten. Wo wir gerade richtig auf die Fresse kriegen. Ach ja, ich glaube, die Hitropi-Rasse, die darf dann sogar unter Wasser atmen, habe ich irgendwas gelesen. Geil. Das ist ein geil. Traum wird wahr. Das bringt mir rein gar nichts. Doch. Na doch, auf Wasserplaneten schon. Ja, da schon, klar. Dann kannst du tauchen gehen und wir sitzen dann auf der einen Insel. Da gibt es Wasserplaneten. Hast du mal keine Ahnung, wa? Gibt sogar Boote. Ja, aber, ja. Genau. Und Mechas. Also ich wäre dafür, dass wir uns irgendwann mal, sobald die Bilder vorbei ist, dass wir uns ein Luftschiff bauen. Amen. Ein Luftschiff. Dafür, sind wir hier bei GTA 5 oder was? Ich bin dafür, dass wir erstmal über die Beta hinwegkommen, falls wir dann noch immer unseren gleichen Planeten haben, ne? Ja. Na, ich glaube nicht. Ich sag's ja nur. Na gut, wenn die Beta vorbei ist, dann haben wir unsere Charaktere für immer und ewig. Ja, okay, da hast du recht, klar. Oh mein Gott, mein Charakter weint gerade. Ich glaube, er will nicht für immer und ewig bei mir sein. Mach Hakenschild raus. Ich hab Fähre gerade. Oh, schnell zum Ofen den Arsch. Setz dir einfach ein paar Fackeln drumherum. Drei Fackeln reichen. Ne, ich bin hier am Ofen. Schön, schön. Alles easy. Mach dir mal weiter. Versuche jetzt mir gerade mal einen Weg nach oben zu basteln, ne? Es wäre schön, wenn einer mal Kohle mitbringen könnte, weil ich muss jetzt. Ja, wir haben bis jetzt noch nicht viel gefunden. Kohle? Ich habe ein bisschen Gold gefunden und ein Diamantending. Das ist irgendwie ein Erzeomer-Planet, könnte sein. Ihr solltet euch auch schon. Hier du mit deinem, weißt du, das hast du schon mal gesagt. Aber und dann haben wir eine riesen Ader gefunden. Da haben wir dich fast lynchen wollen. Aber es sind wirklich wenig Erze. Ja, wir waren doch ganz unsinnig. Wir müssen uns richtig tief reinkramen, dann finden wir das Zeug. Ja, einfach nur ein scheiß Planeten hier mit Meteorenpiss und so. Die Meteoren haben schon alle Erze zerstört wahrscheinlich. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ah, da sind Gegner. Da sind Gegner. Gegner. Sag doch mal hallo. Hallo, Gegner. Oh, nom, nom. Kommt hier nur mal einer runter und kappt mir Erze ab? Ja, ich komme jetzt. Ich bin jetzt nicht fertig. Jetzt erstmal die Leute von oben holen. Ja, ich bin gerade runtergefallen. Was seid ihr, Lappen? Ich gehe mal hier die Abkürzung. Ich hab damit nichts zu tun. Also scheiße. Seid ihr alle schon unten oder seid ihr alle irgendwie? Wir sind schon ein bisschen tiefer, ja. Okay, dann komme ich wieder runter. Ah, schnell weg. Ich werd angegriffen. Wo seid ihr? Alter, ich laufe hier durchs Gift. Ja, dann. Ja, du bist selbst Jesus. Noch. Du Info. Dann bist du noch gar nicht so tief, oder? Selbst Jesus konnte nicht durchs Gift. Alter! What? Wo seid ihr? Ach, ihr seid hier oben. Hat bei einer Bandage für mich? Hätte ich vielleicht. Ich hab Bandagen, komm mal her, du. Oh Gott! Wer ist? Das gefällt mir. Siehste? Der mag den Hobbit. Caesar hat Spuren hinterlassen, schätze ich mal. Nee. Ich hab schon mit nichts zu tun. Caesar hat wilde Pokémon angelockt. Das sieht man eigentlich an der Arbeit. Also, das ist ja, nicht, das ist ne? Wirklich creepige Arbeit. Wer war das? Was? Die Holzbretter? Ja. Ecke. Okay, ja gut, besser als nichts. Ja, wer hat noch Bandagen? Ach, hier in diesem Fleisch, da gibt's echt krasse. Erze. Ja, ich hab grad Diamant gefunden. Hey. Fleisch. Bandagen. Fleisch. Hey. Oh, Fleisch. Hey. Ey. Kohle, hier ist Kohle. Kohle. Moment. Nicht alle. Ey. Ich hab nämlich alle rausgeworfen. Diamant. Oh. Blödes. Diamond. So.
Alles gut bei dir? Alles gut, ja. Ja, immer wenn ich Diamant sehe, dann spritze ich fast ab. Sekunde, das ist... ich mache ja schon. Ach du Scheiße. Nimmst du denn keine mit? Hast du wirklich... verdammten Dingers hier oder so? Ja, keine verdammten Dingers? Die verdammten Dingers. Danke. Könnt ihr auch Deutsch sprechen? Naja, hier die Rankeldingers, denn hier die komischen Leeren. Da ich Kohle und aber Herzog gefunden, hallo? Oh, ich möchte auch. Ja, verpiss dich, Walter. Das hast du sowieso später an mich abgegeben. Oh, ich hab hier auch Kohle. Kohle. Keine Ahnung, die Reserven, bevor ich ja sage. War ich? Also ist das hier? Ob du der Chef hier wärst. Alter, also tu mal nicht so hier, Futuma, Junge. Geh mal kacken, Alter. Ich war schon kacken vor der Aufnahme. Ach so, ja, dann ist gut. Bin ich der Bambo, Sämtchen wollte irgendwas sagen, wir haben es unterbrochen. Ja, sorry. Also mein Ziel für dieses Let's Play ist ja, so viele wie möglich an Instrumenten zu finden, damit wir eine eigene Band gründen können. Stimmt ja, es gibt ja Instrumente. Hast du gepiept, Alter? Den kann man ja auch zusammen spielen. Hast du gepiept? Also mein Ziel ist, die Pinguine zu besiegen. Nicht wirklich, nee. Den Pinguin, also mein Ziel ist es ja, eine Farm von Dönertieren zu bauen. Mein Ziel ist es ja, alle vier Bosse zu besiegen und einfach die stärkste Rüstung zu bauen. Alle vier. Jetzt komm ich mal, Mein Ziel ist es, Spaß zu haben. Es ist Tag. Oh, du bist einer von der ganz harten Sorte, Alter. Oh ja, ey, der will richtig rein. Lol, ja. Alter, du bist überhaupt gar nicht anspruchsvoll, wa? Ja gut, in Minecraft hätte das jetzt eine gewisse Challenge, in so einem Spiel Spaß zu haben, also. Ja. Du willst bis zum Ende mit kommen, euch auch, du? Mit euch auch. Aha. Kohle. Bin ich gleich down. Das Alter, es wird dir los, Alter. Wusst ihr, das spritzt auf Kohle ab. Ja. Tut mir leid. Auf Kohle und Diamanten. Oh, Kupfer. Lass die mal reden, lass die mal reden. Krähe. Wusst ihr eigentlich, dass Minecraft einen Abspann hat? Nein. Labert er denn? Er kommt hier mit Abspann, als ob das jetzt irgendwas ändern würde an dem Spiel. Ja, wenn du den Enderdrachen besiegt hast, kommt irgendein Abspann, den ich noch nicht mal gesehen habe. Alter, selbst wenn du über den Abspann freut mich schon. Bei Minecraft gibt's einen Drachen? Spoilert mich mal hier nicht, ja, okay. Ich spiele das Spiel noch. Also sagen wir so, bei Arschloch freue ich mich nur, wenn ich davor was geleistet habe, also. Leute, hier weiter links, Alter, ist noch ganz viel Eisen und Kupfer. Wenn man Scheiße mit Deodorant einsprüht, riecht's immer noch nach Scheiße. Okay? Und nach oben. Scheiße mit Deodorant. Oh, Scheiße. Bist du gerade am Krepieren? Wer friert da? Irgendeiner hat Hunger. Wieso erfriert ihr? Es wird Tag, Mann, Leute. Er grabt sich da einfach mal eiskalt am Kupfer vorbei. Ich grabe gerade Diamanten aus. Die Truppe, ruhig ich über das Kupfer drüber und ich grabe gerade Diamanten aus, also ja, HDF bitte. Bitte, HDF, ja? HDF bitte, ja? Wenigstens ist er doch FTV. So höflich und sagt bitte. FTV. Oh ho. Größere Ansicht. Weil das Mann ist am Craften, jetzt weiß ich, was er das ganze Jahr über macht. Was er buddelt sich in seiner Mine. Er buddelt sich irgendwo im Fleischtreppen vorbei. Okay. Sand. Oh, das Sand, geil. Der Weihnachtsmann baut Treppen und meint. Herr Sorge, Trubi, du hast elementaren Vorteil. Was? Du hast elementaren Vorteil gegenüber Sand. Sand! Ein bisschen, ja. Gehst du auf alle da? Auf alles, auf alles. Oh, Wasser! Und da kommt's. Hier, Wasser. Oh, guck. Oh, nee, und Alter, wo bin ich hier? Ach so, das da. Wasser, geht dir gar nichts an. Das geht dich gar nichts an, wo du bist. Das geht dich gar nichts an. Halt den Mund, wenn du mit mir redest, ja? Yay, erstmal, so war das mal. Ja, ich hab wenigstens Mund, ne? Hier, der Black Wing Date, da müsstest du sagen Schnabel. Halt den Schnabel, ey. Schnabel. Ah. Oh, was geht denn hier ab? Erdrutsch. David, sag mal was. Komische Tiere. Halt, wenn du mit mir redest. Achso, ich finde eigentlich, dass ich kontrollieren kann, was ihr sagen könnt. Guck mal, die armen Fische. Sag mal was Blödes. Die armen Fische, ich glaube, ich erlöse die. Ah, so. Wieso willst du mal alles Kontrolle und jeden erhöhen? Ach so, jetzt seid ihr drüben. Ja, die haben sich da rumgequält, deswegen... Oh, Truhe. Ey, wir waren so schlau und hat sich hier eine Treppe gebaut. Eine was? Eine Treppe. Wurde automatisch gebaut von Mutter Natur. Ah, okay. Nein, denke nicht, aber okay. Plopp. Okay. Lol, haben wir ein bisschen merkwürdig mit Erz. Der hat aber gesagt, hier ist kein Erz. Wer weiß immer, der Klugscheißer. Ja, weißt du doch, wer das schon wieder war. Wer hat denn jetzt schon wieder meine Fackel abgebaut? Wenn denn nicht. Ja, ich hab gesagt, wen nicht. Nein, es war nicht Dave, es war diesmal der Dude. Nein, ich war's überhaupt nicht. Doch, also zumindest nicht bewusst. Oh, es waren Illuminaten. Die auch, ja. Nein, es war Galileo Mystery. Ja, die auch. Herman Abdallah? Ja. Ich wette, das sind in Wahrheit die Illuminaten. Warum finde ich eigentlich kein Gift mehr? Was ist denn hier los? Es war Angela Merkel. Ach, gut. So, jetzt haben wir Lol, nee, Merkels haben wir hier noch alle, nicht. Alle, Angela Merkel, die meine macht ja gar keinen. Ist ja. Angela Merkel, die hatten wir doch in der letzten Folge irgendwann. Also hatten wir die in der letzten Folge? Gar nichts von Insider. Du meinst so als Schweinchenmonster oder ja, was? Ey, die mit den Kringelaugen. Und da kommen wir nach rechts, hier ist Gold. Ja, ich seh's. Aber ich war auf das hier gerade fixiert.
Kann ich mit den Erzen eigentlich direkt schon meine... Ja, oder klar. Muss ich das... Ja, klar. Die werden erstmal abgegeben. Okay, alles klar. Ey, ich repariere erstmal meine Spitzhacke, sonst kann ich nicht mehr. Ja, gut, noch Erzen reparieren, darfst du natürlich blinden, sonst kann sich craften. Oh, guck mal, da oben ist ein... Ein Insekt. Ich wollte sagen, Angela Merkel, aber das ist... Nee, das ist eher... Schön, dass man kurz Fleisch studiert. Fast zu hübsch. Ach, oh, scheiß Gift hier, Alter. Verdammte Kacke, Mann. Dann bleibt halt weiter unten. Geht nicht so weit hoch. Alter Schwede, habt ihr da viel Kohle bei euch? Kohle. Also die ganzen Behälter, nehmt die alle mit. Bum, bum, bum. Bauen wir zum Herstellen, craften, whatever. Mit wem redest du? Na, keine Ahnung. Mit dem Dönerstand meines Vertrauens. Oh, ich hab jetzt auch richtig Bock auf einen Döner, ey. Oh, ja, ja. Der mit seinem Döner hier, Alter. Ach, gibt's bei euch einen Dönermenschen, der Döner liefert? Ja, gibt's bei mir in. Also da, wo meine Eltern. Unser Dönermensch, der heißt. Heischt? Antep? Heischt. Die heißen sowieso alle entweder Antalya Döner, Spieß, Dingens oder was weiß ich nicht. Meiner heißt Istanbul Imbiss. Meiner heißt Mehmet. Weißt du, was ich Schlimmste finde, wenn da Chinese steht und Döner verkauft? Ja, ah, voll in die Säule, was für ein Lappen. Wow. Schlimmer ist es, wenn das ein chinesischer Restaurant ist und dann Inder ist. Das ist grün, du musst ja direkt darauf reagieren, wenn du mit Cape rumrennst wie Superman. Also, bei uns in der Straße gibt es einen 5-in-1 Imbiss. Sushi, thailändisch, Pizza, Döner und noch irgendwas. Ja, und der Verkäufer ist Deutscher, ne? Nee, es sind, ich glaube, Thailänder oder auf jeden Fall Asiaten. So. Ja, aber da isst man doch kein Sushi, wenn die schon hier, weiß ich nicht. Ja. Ich rechts weiter, ich mach hier oben. Aber das soll, also es ist relativ gut besucht. Was denn? Ich hack den Scheiß ab und du sammelst den Dorf, oder was? Hier, guck mal. What the fuck? Ja, dann nicht, dann nimm halt nicht die Wickel, die ich dir gerade hingeschmissen hab. Oh, welche Wickel? Ja, siehst du das? Damit du dir nicht in die Hose scheißt. Bandagen. What? Nein. Ich weiß ja nicht, ob das hier auch in Deutschland so ist, aber in Amerika ist es so, dass du dich nicht einfach Sushi-Meister oder Sushi-Koch nennen kannst, nicht Amerika, wenn du nicht das Zertifikat hast. Das ist eine japanische Verordnung. Also ja, eine japanische Verordnung, aber ich weiß nicht, ob das hier halt in Deutschland auch geht. Wird ja auch so sein. Also ich nenne mich jetzt Sushi-Meister, kriege ich Stress? Wollte ich gerade so sagen. Also kriegst du voll, also voll. Ich mache direkt einen neuen Char und dann mehr Sushi-Meister. Ich bin froh, dass nicht irgendwelche Sushi-Meister jetzt dieses Video hier sehen, dann hau die sofort in die Fresse. Ich nenne mich dann Sushi-Meister-LP. Oh. Ja, du legst es darauf an, dass du ins Zweig bekommst, ey. Gell? Hat dir jemand eigentlich die Zeit so ein bisschen im Auge hier? Nein. Wenn du aufnehmen sollst, oh. Aber nächstes Mal. Ja, das nächste Mal bin ich dabei. Wolltest du nicht das letzte Mal schon dabei sein? Nee, ich nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Ich auch nicht. Alle nichts schuld. Alle nichts schuld. Muss die Verantwortung. Ja, Leute, da würde ich mal sagen, rückt mal alle näher zusammen und dann beenden wir diesen Part hier an der Stelle. Weil wir alle wollen gerade noch da unten in dem Arsch. Ja, ich weiß. Beweg dich hin. Ich hab genug Screentime gehabt die letzten 10 Folgen. Ja, wie das wohl kommt. Ich bin nicht bei euch, ich bin irgendwo auf dem Planeten. Irgendwo im Nirgendwo. Oh, fuck. Ja, ich kann nichts dafür, wenn kein Holz mehr da ist. Guck mal unter euch, da ist so viel Eisen. Ja. Alter, Dude. Ja, ich bin unterwegs. Dude. Wo ist mein Auto? Das ist aber nicht dein Motto. Nein. Kupfer. Was ist denn da? Was ist blau da? Wir wollen den Part beenden. Ich ich bin überhaupt nicht up to date hier. Wir haben hier überhaupt schon begonnen, weiß ich gar nichts von. Also schon beendet. Ha! Wollen wir nicht mehr anmoderieren? Nee, der Part ist noch nicht beendet. Ach so, nee, noch ist der Part nicht noch beendet. Ist der Part noch beendet. Ist der ja, wird ja erst wieder gesagt, wir machen jetzt Partschluss, dann wird einfach mal so weitergemacht. Das war ein Bluff. Das war ein Bluff. Ja gut, dann beenden wir den Part an dieser Stelle. Ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.